Ja, hallo zusammen. Wir zeigen euch jetzt, wie man die Packung macht fürs M93. Beschäftige mich ja normalerweise nur mit Modell 05. Aber da ich Mitglied bin bei der historischen Radfahrcompany, muss ich doch zwei, dreimal im Jahr diese Packung erstellen. Und hatte immer Mühe, habe es immer vergessen, wie es richtig geht. Und die ehemaligen Kameraden wussten es oft auch nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt informiert und halte das mal per Video fest, zum Nachschlagen quasi. Gut, also oft wird es so gefasst in diesem Zustand, das wäre jetzt nicht praktisch, weil dann da kommt der Helm rein und das ist dann zu nah. Also das muss weiter nach vorne und da kann ich ja jetzt nicht ziehen. Also muss ich diese Haken lösen. Und dann ins obere System einhängen und kann dann hier gleich ausschlaufen. Das ist dann sicher egal, ob man hier löst oder ob man so löst. Jetzt kommt der Rucksack. Wichtig ist die Öffnung in Fahrtrichtung rechts, von mir aus jetzt nach links. Alles gut verschlaufen, dass da diese Bändel nicht in die Speichen gelangen. Dann kann ich das schon befestigen. Schlaufe das hier wieder ein. Ziehen. Da wäre normalerweise noch mehr drin. Gut. Jetzt kann man entweder die Tasche, hoppla, halt still, die Tasche montieren und den Helm am Schluss hier einhängen oder umgekehrt. Ich mache jetzt die Variante zuerst mit dem Helm. Da gibt es diese Öse, kann man da einfach einhängen und jetzt zieht es ihn da ein bisschen vom Eigengewicht nach unten und dass er nicht hochspringt, kommen jetzt noch diese beiden Taschen da drauf. Die werden hier in diese zwei Schlaufen eingehängt, damit die auch nicht abfallen können und auch nicht quasi herumspicken. Dazu kann man hier lösen. Und dann einfädeln. Einmal wieder schließen, sichern. Dasselbe auf diese Seite. Lösen. Und dann hier verschlaufen. Oder einfädeln wieder. Ja. So, und jetzt ist das gesichert. Da wäre normalerweise auch noch ein bisschen mehr Gewicht, ist jetzt fast leer. Drücke den Helm zusätzlich hier nach unten und wegfahren kann das so nicht. Also hier kommt keine, die Zurgurte oder diese Spanngurte kommen nicht hier rein, sondern so wäre der Original. Jetzt in Realität hat man oft diese zwei Taschen um 180 Grad gedreht. Warum? Man könnte da theoretisch sich verfangen, nie hängen irgendwo. Oder auch der Regen könnte da rein, wenn man das dreht, ist das eigentlich in Realität noch besser. Aber mindestens nach Büchlein wäre genau so. Sollte ich mich irren, darf man es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich selber war nicht Radfahrer und hoffe, habe mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Als Beweis mache ich auch noch ein paar Bilder drunter. Also ja, ich für mich bin sicher, dass es so richtig ist.